Hallo und herzlich willkommen bei Legendary Games. Schön, dass du wieder reinschaust hier bei C&C und zwar die komplette Kampagne der Alliierten bei Mission 12. Wir müssen einen Forschungsstopp, ich vermute mal an der Chronosphäre oder an irgendwelchen Superwaffen verhindern. Das finden wir gleich raus im Video. Wer Lust auf Podcasts hat, der schaut einfach mal auf www.legendarygames vorbei. Wir haben schon C&C 1, der Tiberium-Konflikt mit allen Hintergründen und Entstehungen besprochen und irgendwann kommt bestimmt auch noch was zur C&C-Serie. Deswegen lohnt sich das Anhören und natürlich lohnt sich auch das Abonnieren, denn wir haben hier jede Menge Echtzeitstrategiespiele. C&C 1 ist komplett durch, aber auch viele andere bekannte Serien. Schaut einfach mal in die Playlist und allen anderen, die sagen, ja, ich will die Mission sehen, den wünsche ich jetzt viel Spaß. Ich werde bei den Videos wie immer schweigen. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass ich die Mission gewinne. Na, verfluchtes Wetter. Willkommen in der Sowjetunion, Commander. Alle alliierten Divisionen stehen bereit für den letzten Durchbruch nach Moskau. Aber es gibt sehr schlechte Neuigkeiten. Die Sowjets haben den eisernen Vorhang wieder aktiviert bekommen und wollen damit unseren Angriff abschmettern. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, berichten unsere Spione, dass noch eine stärkere Version dieser Waffe in der Entwicklung sei. Ich möchte daher, dass Sie die Technologiezentren der Roten infiltrieren, damit wir Informationen über diese neue Waffe sammeln können. Weggetreten. Ei, ich weiß schon wieder, was es bedeutet, durchrennen ohne Ende. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Zum Glück keine Durchrennmission. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Weil infiltrieren bedeutet ja immer, erobern Sie alle Technologiezentren. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Ja, da gehen wir doch mal lässig an den Strand. Wir haben ja einen Jeep, ich fahre mal mit dem Jeep ein bisschen rum. Die Chronosphäre und der eiserne Vorhang. Was es alles so gibt bei C&C. Nach unten scrollen geht irgendwie nicht. Ich kann nicht nach unten. Das ist natürlich schlecht, wenn man mal Panik hat. Weiß jedenfalls schon, wo die Laser hin müssen. Das mache ich gerade alles mit den Pfeiltasten. Ich könnte mir vorstellen, woran es liegt. Und zwar habe ich das Spiel auf meinen Hauptbildschirm gelegt. Franz Haus. Die Alliierten sind natürlich auch totale Menschenfreunde. Ein Hund in der Scheune erschossen. So. So kann ich es nicht dauerhaft spielen, das weiß ich jetzt schon, aber gut. Ich schaue mal, dass es einigermaßen läuft und dann schalte ich mal nach 10, 15 Minuten in zwischen Fenster und anderen Bildschirm hin und her. Da wird kurz das Bild weg sein. Da unten geht es wahrscheinlich auch drüber, oder? Weil hier sind ja jede Menge Wege. Die unbekannte Sowjetunion. Wie bei der Wehrmacht. Ja, wie bei der Wehrmacht läuft's, echt. Die Wehrmacht ist zurück. Kommt irgendwoher Panzer gefahren, ne? So ein paar Luschen. Ist unglaublich, weil der Panzer nicht mitfährt. Ja, ich muss glaube ich vorher sogar schon aus dem Vollbildmodus mal kurz raus.
Sonst bringen die mich hier zum Verzweifeln. Falls das Bild anhält, das war gerade ich. Konstruktion abgeschlossen. Und jetzt bin ich... Ah, wunderbar. Ich kann wieder alles steuern. Wunderbar. Ja, für die Kosten eines Panzers kann man wieder alles steuern. So, Jeep. Das ist natürlich sehr ärgerlich, dass das ausgerechnet der das regeln muss. Es kostet sehr viel Geld, weil das ganze Gold geht ja immer bei Beschuss weg. Also wenn die vorhaben, durch irgendein Goldgebiet zu kriechen, ist es immer ein teurer Spaß. Und was natürlich wirklich hilfreich ist, da hinten ist die Goldmine. Was natürlich wirklich hilfreich ist, ist, dass man... du musst nach Hause fahren. Und nicht verfolgt werden, bitte. Also wenn, dann nur von einem Fuzzi da, den kann man erledigen. Genau. Und jetzt fährst du erstmal nach Hause, weil du bist definitiv ein Kandidat für die Heilung. Wir bauen mal ein Werkzeug, Werkstattfabrik. Wir bauen mal also drei Panzer und einen Erztransporter. Ihr Einsatzfahrzeug besteht in Ordnung. Das ist unglaublich, ey. Ihr haltet einfach drauf. Einfach gemütlich draufhalten und das ganze Erz kaputt machen. Einfach losfahren. Ganz gemütlich losfahren. Das sind auch ganz gute Fallschirmspringer, sehe ich. Du Dottel, läufst mal bis daher. Ihr lauft mal einen Schritt zurück. Der Überfahrdienst ist da. Das zählt. So. Er braucht nur genügend, dann kann man sie alle überfahren. Das sind die Lehren aus C&C. Wer kennt das nicht? Unzureichende Finanzmittel. Geht schon los mit der Kohle. Ja, den kleinen Mini-Panzer müssen wir reparieren. Die Spielzeugversion von Panzern. So, machen wir mal ein Radar an. Bisher sind keine Flieger, also das letzte Aufgebot hat wahrscheinlich die ganze Luftwaffe gekostet. Aber es müsste auch noch ein Sammler kommen. Ich habe doch zwei, doch drei, habe ich gedacht. Ah, da drüben kommt der andere Freund. Die dicken Mammutpanzer, die sollte es eigentlich nur in Teil 1 geben. Und weil sie bei den Fans so gut angekommen sind... Ah, da ist der eiserne Vorhang, man sieht's. Komm, wir fahren mal ein bisschen rum, ist doch kein Problem. Da ist ja ein Jäger. Jäger und Sammler. So, der eiserne Vorhang, wie lange will er noch halten? Jetzt ist doch mal gut. Das, so muss es doch sein. Schön mit Mammut ein bisschen durch die Gegend gefahren. Ganz entspannt. Jetzt habe ich vier Sammler. Vier ist ein bisschen viel. Müssen wir wirklich kurz einen Prozess mit ihm machen. Erstmal ein Radar anmachen. Der ist ja ungemein hilfreich. Technologiecenter weiß bis heute nicht, warum man überhaupt da irgendwas braucht. Kaserne habe ich, ja, ich habe eigentlich alles. Mach mal einen Tarnbunker. Da drüben ist Mission überfahren angesagt. Einfach drüber jagen. Manchmal stellen sie sich echt an. Komm, jetzt schießen wir einfach die Hütten zusammen. Grollen der Wehrmacht. Hier mal, stellen wir mal einen Turm dazu. Die Russen haben keine Luftwaffe in dem Abschnitt, das ist schon mal gut.
So. Wir brauchen Panzersilos. Allgemein ein offenes Geheimnis bei den Alliierten, dass man Gold am besten im Panzer anlegt. Kapitalistisch. Und da würde ich sagen, reichen die 8 Panzer auch für die Jungs da vorne. Ja, 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 wir brauchen Silos, wir brauchen Silos. Ich baue schon wie ein Verrückter. Heliports können wir mal bauen. Da sind doch schon 10 lustige Panzer für eine kleine Spazierfahrt da. Gut. Gut, 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 gut. Einheit bereit. Wird gebaut. So, wir haben eine nicht unbeträchtliche Menge in Geld angelegt. Gut, und jetzt fahren wir darüber und knallen mal so einen komischen Panzer ab. Das sind ja ein paar. Ja, wenn man so 20 Panzer hat, sollte man mal einen Mammut killen können. Und hochfahren. Einfach mal zur Chronosphäre lossagen. Ach, eisernen Vorhang oder was auch immer. Einfach da ganz wild hochdüsen. Ja, keine Kompromisse, alles drauf. Gut, da ist die Luftabwehr notwendig, schön zu wissen. Nehmen wir doch mit. Und jetzt fahren wir nach Hause. Das war doch herrlich. Ah, da blitzt auch noch jemand. Da blitzt auch noch jemand. Wo? Oh, 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 das ist natürlich schlecht. Da sollte das natürlich nicht sein. Hier drauf. Ihr vier Jungs macht mal den mitfahrenden Russen platt, wenn er da sein sollte. Ja, wir bauen schon, was das Zeug hält. Hauptsache, wir verlieren keine Einheiten. Gut, passt. Ich würde sagen, ach, da kommt der nächste Mammut. Das sind jetzt natürlich nicht alle gesund. Den müssen wir natürlich jetzt ganz schlimm verführen, den Typen. Ja. Bisschen was muss immer zur Reparatur da sein. Du kannst ein paar Schritte nach vorne laufen, mal bis hierher. Bei dir müssen sie eigentlich aus Versehen drüber fahren. Ich kann die Jungs bauen, also das ist dann ist kein so großes Problem. Wird gebaut. Melde dich, wie befohlen. Ja, Sir. Wir nehmen mal so einen Spielzeugpanzer und fahren mal da rum. In Ordnung. Da drüben kommt er ja gerne her. Ah, der Hund. Panzer braucht 2 Schüsse für einen Hund. Der Typ hat eine Knarre. Der Joe. Joe ist der typische Name, den ich in Russland erwarte. Trump würde jetzt sagen, Joe Biden ist ein Russe. So, da ein Heliport hin. Und dann bauen wir hier nochmal nicht die Spielzeugpanzerversion, sondern die richtigen. Drüben ist noch jede Menge Gold.
Ja, jetzt fahren wir mal nach Norden. Machen wir nochmal ein Kraftwerk. Da sind schon verdammt viele. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Wird gebaut. Aha. Bitte nicht das Goldfeld beschießen. Das ist alles, was ich möchte. Goldfelder in Ruhe lassen. Hunde bitte überfahren. Ja, wir müssen darüber. Und du musst heilen. Du bist schon mal hier richtig. Gut, ich schieße das Zeug da drüben zusammen. Ich meine, mir ist es egal, wo ich anfange. Ob links oder rechts. Kommt beides das gleiche raus. Also jetzt musst du aber die Chronosphäre ganz dick anmachen, wenn du es noch schaffen willst. Der Joe ist weg. Die Joe-Jungs. Ah, in der Kirche war früher immer Geld drin. Ist auch bei den Alliierten Geld drin? Ah, die Alliierten sind Menschenfreunde. Kleines Gimmick. Wie früher. Komm, wenn wir so lustig sind, schießt mal den Typen da zusammen. Ich würde sagen, wir sind gleich für die große Fahrt gewappnet. Wir haben ja hier nochmal vier Jungs. Im großen Diamantenfelder kommen ja auch noch. Bevor wir da einen großen Tanz aufführen, du heilst und das war's. Das reicht. Da hat tatsächlich jemand zurückgeschossen, das ist ja der Hammer. Konstruktion abgeschlossen. Ist aber gut zu wissen. Ja, Sir. In Ordnung. Einheit bereit. Ja, Sir. Gebaut. Bestätigt. Einmal hier landen. Lustige Helis bauen. Ja, Sir. Wird repariert. Bestätigt. Gebäude zusammendüsen. Und jetzt würde ich sagen, Mission Ostfront. Bauen wir noch einen Heliport und ich würde sagen so 7 Panzer vielleicht. Solange wir keine Schiffe bauen müssen, ist alles gut. Das lässt sich der Mammut natürlich nicht zweimal sagen. Wenn da geschossen wird, dann will er gleich auch abgeballert werden. Mission fahren. Ja, wir gehen mal da hoch und dann räumen wir da drüben mal auf. Immer aufs Gold achten. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Einheit bereit. Bestätigt. Aha, ich höre schon meine Freunde. Alle reinfahren, alle reinfahren, alle reinfahren. Ja, gar kein Problem. Wir fahren hier schön rein. Alle reinfahren. Teslas zusammenhämmern. Alle Teslas zusammenhämmern. Dann ist alles gut. So. Drüben ist noch eine Tesla. Kaserne zusammenhämmern. Ihr dürft mal das da machen. Immer schön die Panzer produzieren zu Hause, passt alles.
Die Helikopter sind nicht ohne. Ja, ich würde sagen, im Bauhof noch und dann ist gut. So, ich glaube, die Dinger kann ich abschießen. Das Ding natürlich weg. Ah, ja, nicht das Gold abballern, wartet doch erstmal. Ein bisschen Gold ist halt doch immer dabei. So. Nach Hause fahren. Zu Hause einmal alle reparieren. Ist der. Was? Die haben eine Reparaturwerkstatt gekillt. Was für Menschen sind das bloß, die Russen? Unverschämtheit. So, also ich würde sagen, die Basis da oben ist relativ sicher. Da wird wohl nicht mehr so viel gehen für ihn. Ja, die dürsten nach Reparatur. Erstmal die Werkstatt, das ist das Wichtigste überhaupt. Einmal mit dem Panzer hochgefahren, so ist halt See und See. Ich sollte infiltrieren, oder? Wo ist denn mein Spion da? Und geh mal darüber. Es kommt noch Geld rein, das ist das Entscheidende. Hier oben mal sammeln. Da war doch jede Menge Geld. Hier. Goldminen unten haben sie natürlich total leer gedroschen. Ja, ihr dürft alle heilen. Es steht kein unmittelbarer Angriff bevor. Meine Silos stehen schon hier. Ja, Sir. In Ordnung. Wird repariert. Wenn wir gut drauf sind, bauen wir auch noch den Panzer fertig und den Heli. Wird gebaut. Wird repariert. Ihre Befehle? Unzureichende Finanzen. Bestätigt. Einheit bereit. Ja, Sir. Es wäre schön, wenn ihr euch mal die Anweisungen haltet und einfach da drüben sammelt, wo ich es euch sage. Ja, Sir. In Ordnung. Er ist aufs Schlachtfeld geflogen, ist dabei beschossen worden. Das ist schon heftig. Drüben ist auch nochmal Tesla-Spaß ohne Ende. Deswegen machen wir unsere Panzer alle schön voll. Die Helis brauchen eigentlich keine Sau, aber es sind trotzdem cool, dass es gibt. Komm, wir schießen mal so eine Russenhütte weg.
Wenn schon Sparring, dann richtig. Einheit repariert. Wird repariert. Gut gemacht. Einheit repariert. Die gesunden Panzer natürlich zuerst, ist klar, weil die sind ja ganz notwendig zu reparieren. Dass es da keine Priorität gibt, zumindest zu sagen Gelb, Rot, Grün. Unverständlich. Ja, Sovereignion hat, glaube ich, kein so gutes Gefühl aktuell. Wo ist mein Spion da? Bitte, Commander. Geh mal rein in die Bude da. Ich glaube, die Dinger muss ich infiltrieren, wenn das Ding nicht geht. Das geht nicht? Doch, das geht auch. Ich schicke einfach in beide Gebäude jemanden. Gebäude infiltriert. Einheit repariert. Wird repariert. Einheit bereit. Bitte, Commander. Einheit repariert. Oh, in der Tat. So, jetzt haben wir alle infiltriert, die ganzen Russen. Wird gebaut. Einheit repariert. Wird repariert. Einheit bereit. Gönnen wir uns noch ein Kraftwerk. Wird gebaut. Einheit repariert. Ja, Sir. Konstruktion abgeschlossen. Wird repariert. Spione sind so eine Mülleinheit, die braucht echt kein Mensch. Wird gebaut. Wird gebaut. Ja, die sind alle gesund, also fahren wir los. Wenn alle gesund sind, können wir losfahren. In Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Einheit bereit. Melde mir ein. So, wunderbar. Alle hierher fahren. Wird gebaut. Ja, Sir. Wird repariert. Einheit repariert. Flieger mal hierher. Gebäude infiltriert. Sollte ich doch, oder? Also. Schön in der Luft halten. Einmal auf die Chronosphäre drauf. Drittes Einsatzziel erreicht. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Zerstören Sie den eisernen Vorhang, habe ich gemacht. Erobern Sie alle Technologiezentren. Dann weiß ich nicht genau, was ein Technologiezentrum ist. Ich vermute die Dinger da. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, komm. Wir gehen auf Wanderschaft. Ist wurscht, was es ist. Wir schießen ein paar Panzer ab. Dann hat sich die Sache. Komm, schön rausgefahren zu mir. Komm, 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 komm. Da ist die Breitseite, die du dir gewünscht hast. Jetzt fahren wir rein. Richtig in die Basis fahren. Jawohl, jawohl, jawohl. Immer weiter fahren. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und da ist doch unser Freund. Die Chronosphäre. Kostet 3 Panzer. Das kostet wahrscheinlich noch mehr, wenn ihr nicht aufpasst. Erstmal Leute verringern. So, und jetzt ist das Ding hier dran. Bauhof. Bauhof zusammenhämmern ist ganz wichtig. Das Ding zusammenhämmern ist natürlich auch wichtig. Aha, da ist noch eine unglückliche platzierte Chronosphäre. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Alle darüber. Wo fahrten ihr hin? So, wunderbar.
U-Boote gibt's. Wofür? Ja, Sir. Ganz ehrlich, wofür? Bestätigt. Silos werden gebraucht. Guter Hinweis. Wahrscheinlich sollen wir zuerst die Basis platt machen, vermute ich mal. Einfach fahren. So, die Spione. Da sind sie. Oh, in der Tat. Ja, Sir, bestätigt. Und rein in die Gebäude. Der hat noch so viel Gold, hey. Bestätigt. Müssen ja volle Goldminen ohne Ende sein da oben eigentlich. Bestätigt. Ist jetzt nicht ernsthaft, oder? Wird repariert. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Gibt irgendwo eine lustige Heli-Basis, hundertprozentig. Bitte, Commander. Oh, in der Tat. Für Königin und Vaterland. Jawohl, Sir. Für Königin und Vaterland. Melde in Ordnung, befohlen. Der eiserne Vorhang funktioniert wieder. Aber dafür sind die Atomraketen weg. Ja, Sir. Ja, muss ich die Dinger jetzt übernehmen oder nicht? Wenn ich sie übernehmen muss, schieße ich nochmal drauf. Wird gebaut. Wir brauchen ja, Sir. Silos. Bestätigt. Das reicht schon. Stopp. Alle rüberfahren. In Ordnung. Wird gebaut. Wird bearbeitet. Bereit. Bestätigt. Wird gebaut. Bestätigt. Also ich würde sagen, die Mission ist rum, weil dass man immer noch die Gebäude am Ende einnehmen muss, ist schon echt nervig. Wird gebaut. Immerhin gibt es genug Gold auf der Karte. Das war ja ein großes Problem bei C&C1 letztendlich. Wird gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. Einfach aufs Gebäude drauf. Bestätigt. Abgeschlossen. Ihr Einsatzfahrzeug. Ja, Sir. Reicht. Ja, Sir. Auch alle mal hier schießen. Reicht. Invasoren schicken. Wir brauchen Panzer. Bauen wir halt mal ein lustiges Technologiezentrum, wenn ich noch nie eins hatte. Ja, Sir. Bestätigt. Wird bearbeitet. Bestätigt. Erstes Einsatzziel erreicht. Ah, das ist das Einsatzziel, okay. Ja, muss man wissen. Wird gebaut. Die laufen halt echt immer erst den falschen Weg, das ist der Hammer, weil sie da nicht durchkommen durch die Bäume. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir. Einheit bestätigt. Lauf doch einfach mal daher. Wird gebaut. Verlaufen sich immer, ist der Hammer. Bestätigt. Einheit bereit. So, das war Mission 12. Und wir bauen da sogar noch einen Hafen. Wir haben's einfach. Konstruktion abgeschlossen. Neuer Baueinsatz erfolgreich. Tja, das war's. Also die Chronosphäre ist gut in Schuss.
Wir sehen uns wieder bei Mission 13. Da dürften wir die Vorbereitungen auf den Sturm von Moskau abschließen. Und dann hoffe ich, dass ihr Mission 14 da der Stalin auch guckt. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.